die Familie 556 von Sinn. Vorgestellt hier oben im Video habe ich sie schon. Heute geht es um das vierte Video meiner kleinen Miniserie und vorstellen möchte ich euch heute die 556IM mit dem braunen Ziffernblatt. In meinen Augen eine sehr elegante Uhr, ohne die sportliche Note komplett zu vernachlässigen. Ich mag sie unglaublich gerne, auch wenn ich sie nicht so häufig trage wie andere. Ich hoffe, ich kann euch das gleich im Video näher bringen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Die Familie der 556 von Sinn ist für mich eine der am breitesten aufgestellten Serien, die Sinn hat. Ein einziges Modell in nahezu unendlich gut, leicht übertrieben, in sehr, sehr vielen Varianten. Und für mich die wirklich sehr edle Variante ist die Variante IM mit dem braunen Sonnenschliffziffernblatt. Ich trage sie nicht sehr häufig, aber es ist eine Uhr, die wirklich sehr gut ins Büro passt, die super gut zum Anzug passt und trotzdem immer noch ihre sportlichen Gene deutlich zeigt. Sowohl durch die Wasserdichtigkeit, die man ihr nicht ansieht, aber man kann sie wirklich so benutzen, als auch durch das gesamte Erscheinungsbild, denn trotz der etwas edleren Optik verleugnet sie ihre sportlichen Gene nicht und auch ihre Fliegergene nicht. Ich werde euch das im Video zeigen. Andere Beschreibungen findet ihr unten in der Videodescription. Die 556IM für Mokka oder Maron ist eine Uhr, die ich nicht ganz so oft anziehe, wie sie es vielleicht verdient hätte. Aber ein Modell, was wirklich hervorragend zum Anzug und ins Büro passt, dadurch, dass der Sonnenschliff nicht ganz so vordringlich ist wie bei dem grauen Modell beziehungsweise bei dem blauen, was ich euch in einem anderen Video genauer zeige, ist sie dezenter und nicht ganz so aufdringlich, aber das Farbenspiel macht die Uhr in meinen Augen wirklich sehr interessant und ist wirklich ein Hingucker, auch wenn auch ein dezenter Hingucker. Wie bei den anderen Sonnenschliffmodellen auch, sind die Indizes aufgesetzt, die Zeiger mit Metallrahmen gefasst und nur in der Mitte mit Leuchtmasse ausgelegt und auf das Datum wurde zugunsten der Klarheit des Ziffernblattes verzichtet, was mir sehr gefällt und was ich auch sehr begrüße. Die Sinn 556 mit dem braunen Sonnenschliffziffernblatt. Hier montiert das zweigliedrige Stahlband von Sinn. Die Schließe ist einfach, aber funktional. Sie hat Feinverstellungsmöglichkeiten, einen Sicherungsbügel. Die Schließe ist keine Offenbarung, aber sie erfüllt ihren Zweck und hat mich nie im Stich gelassen. Dieses Modell ist in meinen Augen wirklich toll zu tragen mit dunkelbraunen Lederbändern und das würde ich euch jetzt auch gerne zeigen. So, jetzt haben wir das Stahlband abgemacht und können mal schauen, was die Uhr zu dunkelbraunen Lederbändern sagt. Wie ihr sehen könnt, eine sehr zurückhaltende Kombination, die zu nahezu jedem Anzugtyp passt, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt keiner, der Schuhe, Gürtel, Anzug und Uhrenarmbänder farblich abstimmt. Ich weiß, dass viele das tun und in diesem Fall wäre die Uhr dann natürlich nur sehr eingeschränkt nutzbar. Ich persönlich finde, ich kann sie auch zu schwarzen Schuhen, einem schwarzen Gürtel tragen, auch wenn ich genau weiß, dass viele das komplett anders sehen. Mit einem etwas helleren Armband wirkt die Uhr direkt ganz anders und das dunkelbraune Ziffernblatt kommt mehr zur Geltung, weil es sich deutlicher von dem Armband absetzen kann, auch wenn je nach Lichteinfall die changierenden Teile fast den Farbton des Armbandes annehmen. Für diese Uhr gekauft
habe ich das Holzband von Morlato. Und das ist ein Band, was ich wirklich extrem gerne an dieser Uhr trage. Es passt gut zur Uhr. Und verleiht der Uhr nach meinem Geschmack ein sehr interessantes Aussehen, weil das Armband auch ein klein wenig glänzt, ein bisschen Struktur hat, aber eine quadratische oder rechteckige Struktur, wohingegen der Schliff des Sonnenblattes eine kreisförmige, eine Radialstruktur hat. Ich mag diesen Kontrast sehr gerne und finde das eine sehr, sehr interessante Kombination, die man aber erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennt.